Na hallo Freunde des Gepflegten, wolltest du was sagen? Nee, schon gut. Hier ist der Q, also er. Ja, und der Bodo. Ein bisschen verwirrend jetzt. Also ich heiße nicht Q, aber alles ist gut. Ich glaube, das wisst ihr aber inzwischen. Heute soll es um die Moonshine Collection aus dem Hause Vapers Valley unter dem Branding Voodoo Clouds gehen. Also die Voodoo Clouds Liquids dürften eigentlich jedem irgendwie mindestens ansatzweise im Begriff sein, vor allem jedem Follower, glaube ich, von Steam Shots, weil der die ja ständig anpreist, weil der Thomas die halt echt gut findet. Und die haben jetzt eine Aromenlinie rausgebracht, eben diese Moonshine Collection. Ich zeige mal ganz kurz das Aromenpäckchen in die Kamera. So sieht es aus, mit so einem Glas oben drauf, ist da unten das übliche Voodoo-Klotz-Zeichen. Sehr, sehr schön bunt gemacht. Auch die packen wir jetzt wieder DPT2-konform, ne? Das werden wir jetzt immer öfter sehen. Ist ja drin, ne? Inhaltsstoffe stehen jetzt nochmal explizit drin. Lebensmittelaromen, nicht unverdünnt verwenden, Allergiker-Informationen und hast du nicht gesehen, alles, was mittlerweile da drauf gehört. Bei Fettliquids ist es noch ein bisschen mehr. Da muss noch so ein Beipackzettel. Komm, das zeigen wir euch aber auch irgendwann noch mit Sicherheit. Werdet ihr mit Sicherheit dann bis dahin auch schon mal selber gesehen haben. Ne? Zum DPT2 sagen wir jetzt mal nicht so viel. Vielleicht machen wir dazu nochmal ein extra Video. Ja, ich würde sagen, so nach einem halben Jahr, wenn die DPT2 greift. Ja. Ich denke, ansonsten kann ich euch ganz, ganz wärmstens empfehlen, der Simon von Vapescene Investigation. Der ist auch so unsere Anlaufstelle, wenn es darum geht, wie sieht es rechtlich aus. Die ganzen Abmahngeschichten in letzter Zeit hat er ganz gut unter die Lupe genommen. Wer ihn auf der Hall of Vape gesehen hat, weiß, dass er da halt auch ganz viel zur TPD2 und wie es der Stand jetzt gesagt hat. Genau. Alles nicht so dramatisch, wie viele immer tun und viele immer gedacht haben, dass es für den Endverbraucher eine totale Katastrophe wäre. Ja, die das gedacht haben, bitte fühlt sich jetzt jemand auf den Schiff getreten, aber der hat es dann auch nicht gelesen und nicht verstanden. Nee. So. Okay. Fangen wir mal an, bevor das jetzt hier ausläuft. Ja. Wir müssen dazu noch ein extra Video bringen. Hinterher heißt es Dampfgedöns, beschimpfte Zuschauer. Nein, du und ich, wir finden euch eigentlich alle super. Die das gucken. Es sind noch nicht so viele, aber vielleicht werden es ja noch mehr. Das wissen wir ja nicht, wie viele es zum Jetzt-Zeitpunkt sind. Also heute sind wir irgendwo bei 130, glaube ich. Der Follower, das ist wahrscheinlich, dass die alle gucken, ne? Ja, aber es gucken auch viele, die, also wenn ich so in die Analytics von YouTube gehe, sind es immer noch 76%, die das gucken ohne Abo. Ach so, das müssen wir ändern. Die ihr das jetzt ohne Abo guckt. Ob ihr sonst generell auf YouTube aktiv seid oder nicht, ihr würdet uns enorm helfen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und unten einmal abonniert. Hört auf den Politiker, der weiß, wovon er redet. Politiker. So, wir fangen jetzt an, bevor er hier ausartet. Also, es ist schon ausgeartet. Wir fangen an mit Banana Nut Bread. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist Bananennussbrot, soll es eigentlich sein. Ich lese immer vorher mal ganz kurz die Beschreibung. Ach, machen wir das jetzt vorher? Okay, gut, dann machen wir das heute mal anders. Würde ich sagen, ne? Also das Video ist auch wieder zweigeteilt, das hier ist Teil 1, weil es sind insgesamt 10 Stück und 10 Aromentesten am Stück. Das guckt sich kein Mensch an, genau. Auch wir nicht. Ich wollte euch nur das nicht vorenthalten, was hier, ich weiß nicht, wo du es her hast, von Google Cloud selber wahrscheinlich. Vielschichtiges Bananenbrot mit verschiedenen Nüssen. Schwer und süß. Die volle Dröhnung Keks und Teig. Ja, das steht exakt so in der Artikelbeschreibung. Ich bin gespannt. Erstmal, Dankeschön, dass du die Flasche dazu gedreht hast. Bitteschön. Okay. Ich hab gedacht, du kannst auch mal was tun. Also, ich hatte vor, dass es auch immer schlecht wird in den 2 Sekunden. Ne? Ja. Also, es ist ein 10 ml Aroma. Nicht wundern, dass wir es jetzt hier aus den Packungen holen. Ich habe jeweils 10 ml angemischt. Und keinen Bock, jetzt alles zu beschriften, weil die Aromen sind selber beschriftet, die habe ich einzeln noch irgendwo in meinem Vorrat. Ja. Wir sollten uns für die Videos 2 kleine Mini-Mülltonnen holen und auf die eine gut, auf die andere schlecht schreiben, dann können wir es einfach mal da reinschreiben. Das ist total gut. Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir nicht einfach so ein Rating einführen, dass ich irgendwie so hier in der Ecke oder da in der Ecke oder vor Bodos Kopf so Wolken mache. Eine Wolke für Ginso, 2 für Joyce, ja, okay, und 3 für Haut mich vom Hocker. Ja, können wir auch machen. Da muss aber immer 2, wenn wir das zu zweit machen. Ja, klar. Da
Das wäre noch so, das ist im Schnitt arschviel Arbeit, aber... ist ja nicht mein Problem, sondern deins. Nee, dein Problem wäre das Grafikdesign für das Frame um die Wolken. Ja, aber auch das führt jetzt alles zu... Habt ihr auch sowas Bock? Da Umfrage, macht mal. Ist ja halt der Politiker, der muss seine Umfragen. Ja, fangen wir mal an. Das Husten kommt jetzt nicht vom Geschmack eher, da ich manchmal unterschätze, wie viel der raushaut. Ja, zeige ich. Man schmeckt noch die Banane raus. Ja, was mir persönlich halt überhaupt nicht gefällt. Doch, ich stehe total auf Banane. Also nicht als Liquid, sondern zum Essen. Ich habe jetzt noch kein reines Bananenliquid gefunden, was noch nicht gut geschmeckt, aber die Bananennote hier ist mal mega. Also schmeckt wie Banane. Ja. Nussig, teigig, die haben nichts falsch gemacht mit der Beschreibung, würde ich sagen. Nee, mit der Beschreibung auf gar keinen Fall, nur mit dem Geschmack, meiner Meinung nach. Also, Banane und Nutbread. Ich würde sagen, wir können das ja erstmal mit zwischen 1 und 5 machen. Ich würde Banane und Nutbread für den Geschmack, ich glaube, doch eine gute 3 geben. Okay, das ist jetzt relativ irrelevant, was gut und was schlecht ist. Ist 5 gut oder ist 5 schlecht? Nein, 6 ist gut, 1 ist schlecht. Also 6 ist gut, du hast gerade zwischen 1 und 5 gesagt. Okay, wir bleiben bei 5. So, also. Keine Schulden. 1 ist schlecht, 5 ist gut. Wir sind durch heute. Ja, egal. Ihr habt jetzt verstanden, was wir meinen. Ja, also ich... eine 3, gutes Mittelfeld, finde ich. Ich gebe ihm eine wohlwollende 2 minus. Wenn das geht. Geht das? Keine Ahnung. Eine schlechte 2 einfach. Ja, eine schlechte 2. Also die Beschreibung passt, absolut. Aber es schmeckt mir halt nicht. Aber es hält, was beschrieben wird. Immerhin, hat man auch nicht so oft. Jetzt kommt ein Saft, dass ich mich freue, seitdem ich es vor jetzt inzwischen auch 2 Wochen angemischt habe. Boston Cooler. Kühles Ginger Ale, scharf, herb, süß, frisch und köstlich zugleich. Ich hasse Ingwer und liebe Ginger Ale. Das ist paradox, ich weiß. Ich liebe beides, deswegen bin ich sehr gespannt. Ginger Ale ist auch so mein Teil. Also gemerkt, diesmal habe ich es nicht wieder zugemacht. Ja, danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr merkt auch, wir haben diesmal sogar zum ersten Mal wirklich Sonne. Also ich fange jetzt nicht an mit dem Spruch 40 Grad im Schatten und es ist draußen am Schütten wie im Eimer. Nee, es ist sogar wirklich schön. Ja. Wir haben auch einen Grund auf dem Balkon zu sitzen, du müsstest nicht den Arsch abfrieren. Ja. Und trotzdem hast du eine Jacke. Ja. Ich bin halt nicht am Arbeiten. Handwerker brauchen immer körperliche Ertüchtigung, sonst wird er nicht warm. Du bist der erste Handwerker, der das von sich selber sagt. Also der erste, den ich kenne. Ja. So, Boston Cooler. Oh ja. Also, ob Ginger Ale, weiß ich nicht, aber Ginger. Also nach Ingwer schmeckt es auf jeden Fall. Ja. Kurz nebenbei, da steht eine Dosio-Empfehlung von 7-12% drin. Ich habe es jetzt mal alle mit gesundem Mittelfeld mit 10 gemischt. In 50-50 Basis. Und bitte, guckt ihr das Video zweimal an, bevor ich wieder irgendwelche Kommentare kommt, von wegen, wir würden gar nichts über das Mischverhältnis sagen, nichts über die Basis sagen und nicht zur empfohlenen Mischdosierung oder so, ne? Wir machen das schon, wir machen das nur versteckt, um sicherzugehen, dass das Video auch komplett gesehen wird. Dann hättest du es am Ende machen müssen. Nee, dann scrollt jeder zum Ende. Achso, okay. Ja. Wenn schon Hidden Track, dann aber bitte auch Hidden. Also bitte jetzt nicht abschalten, sondern weitergucken. Ne? Komm, noch 3. Wir haben noch gar nicht zur Kombi gesagt. Zenit mit Vigot, wundert euch nicht über das Drip-Tip, das ist eigentlich, was ich oben drauf gesteckt habe, ist vom Tornado Hero. Das passt aber perfekt da drauf. Ich habe ein bisschen mehr Abstand. Finde ich angenehm. Ja, vom Zuggefühl. Primo mit Gun, das ist mein Standard-Tasting-Werkzeug. Diesmal mit einer ganz simplen Kleppen drin. Zum Boston Cooler, ich würde ihm eine 3 geben, weil, also es ist Ingwer, ganz eindeutig. Es ist auch frisch und diese Schärfe vom Ingwer ist definitiv mit drin. Es ist aufgrund der Beschreibung nicht das, was ich erwartet habe, leider. Also es ist mir nicht süß genug. Es ist selten, dass ich sowas über ein Liquid sage, aber tatsächlich, es ist mir nicht süß genug.
Ich muss ganz ehrlich sagen, eher eine 2 bei mir, weil es halt einfach nicht das ist, was es verspricht. Es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht sehr stark vom Geschmack, es ist halt sehr, sehr leicht. Irgendwie fehlt mir da ein bisschen Wumms. Und es schmeckt halt einfach nicht nach Ginger Ale, sind wir mal ehrlich. Nee, nach scharfen Ingwer ein bisschen Frische, also Minze, ja. Nicht diese kühle Frische. Das nächste, Caramel Pop, süßes Popcorn überzogen mit einer leckeren Karamellschicht. Jetzt nur noch ein guter Film, den guckt ihr ja gerade. Ja, war gut. Ja, die Buddy-Komödie des Jahres. Es riecht auf jeden Fall schon übelst nach überkaramellisiertem Popcorn. Doch, die könnte man sich auch bei einem Kinoabend geben, wenn das Dampfen in den Kinos erlaubt wäre. Ja. Wäre aber auch kontraproduktiv, wenn ihr da mit dem TV-12 oder einem RDTA-5 in der ersten Reihe sitzt und alle dahinter nichts mehr sehen. Das wäre dann deren Problem. Beziehungsweise vielleicht wird das Bild dann ja auf die Qualmwolken projiziert. Das stimmt. Ist halt auch egal. Das wäre ein lustiges neues Konzept für 3D-Kino. Das Dampfer-Kino, ja. Ja, ihr müsst genug dampfen, damit ihr den Film seht. Ja, besser nicht. Ja, gut, langsam wird's albern. 4. Ich gebe mir eine klare 4. Es fehlt mir noch was, damit es mich wirklich umhaut, aber es ist das, was draufsteht. Es ist Karamell und es ist Popcorn und es ist lecker. Ich habe noch grauselig im Kopf, dass ein Schoko-Popcorn-Liquid von einem Hersteller, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, damit es nicht hinterher heißt, wir reden schlecht über irgendwen, da war mir zu wenig Popcorn, zu viel Schokolade. Das hier hat eine gute, ein gutes Gleichgewicht zwischen Karamell und Popcorn. Es ist mir ein bisschen für Olde-Charakter oder so, ja, ich weiß, ich rede zu viel. Ein bisschen zu schwer. Aber halt eben für so einen Filmeabend oder so, für genüsslich dabei ziehen. Ich glaube, das ist so ein Liquid, was super in der Pfeife oder so auch gehen könnte. Ja. So vom Feeling her. Vom Geschmack her auch, klare 4. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Es ist gut abgemischt. Von den Aromen her, es ist nicht zu penetrant, aber auch nicht zu leicht. Es ist ja wirklich so, als würde man Popcorn essen. Ja. Kein mega Premium Popcorn, ne? Aber es ist ein gutes Popcorn. So ein bisschen die Karamellsoße auf der Zunge zergehen lassen. Auf jeden Fall, 4. Ich bin begeistert. Ja. Dann mal raus, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Cinnamon Milk. Ist Haselnuss-Zimtschnecke mit einem Glas warmer Milch. Fast besser wie Oma. Wie von Oma. Fast besser wie Oma. Wie gut eure Oma ist, möchte ich jetzt nicht. Naja, das kommt ja auf die Oma an. Grandma Penny zum Beispiel. Könnte man. Und liebes Team von Voodoo Clouds. Von Vapors Valley. Nennt mich den. Ja, zu viel. Nennt mich den Grandma Nazi. Es heißt besser als von Oma, nicht wie von Oma. Bitte. Also so viel muss ja wohl noch drin sein. Ich verbessere sowas tagtäglich auf der Arbeit. Das Haselnuss zum Schneck. Es riecht auf jeden Fall schon nach Haselnuss. Ich da grundsätzlich einen Affen bei, wenn ich sowas höre. Danke, dass du schon mal anfängst. So. Ich schmecke auf jeden Fall eine Zimtglasur. Mhm. Schmeckt definitiv nach Zimtschnecke. Ja, eine Nussnote ist mit drin, die Milch weiß ich noch nicht. Aber es ist sehr weich. Also es ist, wie gesagt, für mich schmeckt es halt wirklich wie so eine Zimtglasur mit ein bisschen Teig und Haselnuss. Mhm. Aber super. Mhm. Auch eine solide 4. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Kuchenliquids, aber es schmeckt gut. Absolut.
Ich würde auch sagen, so zwischen 3 und 4, mehr Tendenz zu 4. Es ist kein All-Day, finde ich. Ab und zu geht das bestimmt mal, auch mit einem Glas Milch auf jeden Fall. Vielleicht nicht direkt bei Oma in der Küche, die freut sich dann bestimmt, wenn sie nichts mehr sieht. Aber doch, solide, gut, ja. Wir haben jetzt Grand Pipe. Lies mal vor, was das ist, während ich hier zu dran bin. Schwarzer, schwerer Tabak für Pfeifenhaber mit ausgewogener Süße und Frucht. Das hat jetzt einen schweren Stand, weil das muss jetzt gegen das Dark Leaves anstehen, wenn ich schwerer Tabak höre. Wobei Dark Leaves war dunkler Tabak. Aber schwarz ist ja auch ziemlich dunkel in der Regel. Schön. Komm auf die musikalische Gesinnung. Stimmt das? Es schmeckt auf jeden Fall nach Tabak. Ja. Ich hatte mal ein Liquid, das hieß Pfeifenknaster. Das gibt es auch nur in einem Shop. Das ist von deren Hausmarke. Wenn ihr wissen wollt, von wem, schreibt mich gerne an, dann sage ich es euch. Es ist wirklich. Also Pfeifentabak definitiv. Ja. Ich habe gerade gesagt, das muss gegen das Dark Leaves anstinken. Muss es nicht, weil es ist in eine völlig andere Richtung. Vom Geschmack her. Ja. Das ist halt, Dark Leaves ist ja mehr so gemächlich wuchtiger Tabak und das ist so wirklich süßlich, aber mega schwer. Mhm. Auf jeden Fall. Top. Ich würde sagen, bei mir klare 3 Punkte, 3 Wolken, 3 Sternchen, 3 wie auch immer, ein bisschen anfassen, wenn es sein muss. Solide, auch gut. Muss aber auch die Situation passen. Eben. Also für mich eine klare 5. Jetzt im Vergleich zu den anderen von heute. Keine All-Day. Muss situativ passen. Für einen Spieleabend im Winter oder so. Mhm. Dafür ist er, ne? Ein Glas Scotch dabei oder so. Absolut super. Mhm. Gut. Ja, das war's mit Teil 1. Ich bin positiv gestimmt. Wir haben 2, die mehr oder weniger im Mittelfeld sind. Das Banana Nut Bread und das Boston Cooler. Und dann Cinnamon Nut Milk, Caramel Nut Pop und Crank Pipe. So im Durchschnitt 4, ja. Wenn ich das jetzt alles zusammenrechne. Gute Ausbeute. Ja. Nichts, bisher noch nichts dabei, was mich umhaut. Aber gute Ausbeute. Gut. Ja, dann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dann geht es nämlich weiter. Daumen hoch, Daumen runter, Abo, tralala. Haben ihr wir kennt alles, das Spiel, ja. Alles gesagt.